Hallo und herzlich willkommen. Das Video heißt Berechnung der Ionenkonzentration nach Elektrolyse. Du kennst die Methode für die Berechnung der Masse von abgeschiedenem Metall bei der Elektrolyse. Nachher kannst du die Konzentration einer Elektrolytlösung, Salzlösung, nach der Elektrolyse berechnen, wenn die Bedingungen der Elektrolyse bekannt sind. Kommen wir zum Problem. Aus einem Goldsalz kann man durch Raffinierung Gold gewinnen. Der Techniker möchte gerne wissen, welche Konzentration die Goldsalzlösung nach der erfolgten Raffinierung aufweist. Versuchen wir uns an einer Grobskizze zur Lösung der Aufgabe. Wir wollen die Konzentration bestimmen. Mit Sicherheit ist dafür das Volumen V nützlich. Außerdem brauchen wir die Masse an gelöstem Salz. Die Stoffmenge N ist wichtig. Und die molare Masse des Stoffes. Die Raffinierung des Goldes bedeutet Elektrolyse. Nach den Faradayschen Gesetzen kann man dafür folgende Formel herleiten. Wir erinnern uns an die Definition für die Stoffmenge N. Ladung Q ist gleich Stromstärke I mal Zeit T. Wir können diese Formel mit der Formel links oben vergleichen. Wir stellen nach N um. Konzentration kann man definieren als Masse durch... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com